Hallo, meine Damen und Herren! Willkommen zu Iconoclasts. Dieses Bild zeigt euch hoffentlich alles, was ihr wissen müsst. Ein gutes Spiel hoffentlich. Und vor allem, wir haben einen riesigen Schraubenschlüssel in diesem Spiel. Ich habe schon ein bisschen angespielt, bin nicht besonders weit gekommen, aber ich weiß jetzt ungefähr, worum es geht. Und ich wollte es gerne mit euch spielen, weil ich habe nur Gutes über dieses Spiel gehört und bisher hat es sich gehalten. Vor allem wurde das alles von nur einem Mann gemacht. Alles. Also Musik, Art Design, alles Mögliche. Dann wollen wir doch mal gucken, auf was wir uns hier einlassen. Okay. Kleine lebende Wesen. Nett. Ja, vielleicht nicht ganz nett, aber. Und ein Stromausfall. Oder ein Stromanstieg. Ich weiß es nicht. Da glitzert es im Hintergrund. Und wir haben ein kleines Haus. Sehr schön. Oh. Hi! Das sind wir. Ich hoffe, es geht gut. Oh. Ach ja. Nee. Das ist unsere Anfangswaffe. Ich weiß nicht, ob wir noch eine neue bekommen, aber das ist sie. Dieses Spiel ist. Blockrock. Ist ein Metroidvania Puzzle Plattformer. Ein Mix aus allem. Und ich glaube, er macht eigentlich alles ganz gut. Ja, genau, hier sind die Speichersymbole. Genau, das ist der Spielstand von vorher. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben irgendwas gehört. Wir haben gemerkt, irgendwas ist in der Erde. Dann wollen wir doch mal gucken. Hm. Wir können hier das dranhängen. Hier sind die Gegner. Das Schöne ist, ich muss nicht mal direkt zielen. Ich spiele mit dem Controller und die schießt halt die ganze Zeit geradeaus und ich kann nicht mehr machen. Aber sie zielt automatisch, was sehr angenehm ist. Nicht durch. Müssen wir erstmal alle Gegner kaputt machen. Einfach, weil sie da sind. Und wir haben Improvium. Was das uns bringt, sehen wir nachher. Auf jeden Fall haben wir es. Schleimgegner. Ach ja, auch schön an diesem Spiel. Alles explodiert, scheint's. Mit unserer Pistole. Ah ja, und die ist ja noch nicht mal zu Ende. Wir haben noch einen Mega-Blast aus ihr. Die sie aber ein bisschen auf Cooldown bringt, was ich witzig finde. Vor allem etwas für die alten Mario-Fans. Die haben Schlüssel. Und noch mehr Improvium. Wunderbar. Da. Hört ihr das? Da ist irgendwas drin. Aber ich will erstmal nach da hinten gucken. Mal kurz krabbeln. Ah, und. Meine Güte. Metallium. Wunderbar. Mal schauen, was jetzt bei dem Haus was das Haus auf sich hat. Aha. Dachte, ich spring rein, hä? Oh. Was ist das wohl? Das hört sich. Das sieht nicht gut aus. Hört und sieht sich nicht gut aus. Oh Gott. Okay, komm her. Okay. Komm her. Fragt man sich, ob der Megablast irgendwas gegen Bossgegner bringt. Ah Gott. Ja, schon einiges, aber. Oh ja. Macht doch. Macht doch mehr Schaden. Boah. Gut. Erster Boss. Mini-Boss. Oh Gott. Hilfe. Okay. Ah. Jetzt hat's doch geklappt. Jetzt hat der Boden doch nachgegeben. Okay. Seltsames Teil. Dann müssen wir erstmal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Gut. Ich finde ihre Frisur auch so nett. So, keine Ahnung, sieht man gar nicht. Ein bisschen schraubenschlüsselmäßig. Ich
kannte ich schon spielen. Ich weiß, wie man kriecht. Ich weiß auch, wie man springt und fahren extrem hoch. Hier kommen wir. Ja, hier kommen wir nicht durch. Oh. Hier waren wir doch. Ah. Schön versteckt. Okay, gut, wir haben das Geräusch. Speichern wir noch schnell. Yep. Ich finde es einfach schön, so auch so fließend. Oh. One Concern. Das war vorher nicht da, oder? Mhm. Hallo? Oh. Oh. Juhu, sie ist da. Ich bin Agent Schwarz und das ist mein Partner Agent Weiß. Mal sehen, hier ist sie. Bürgerakte, Name Robin, Alter 17, Status von alleine, kein Zugang in diese Beruf, Tochter von Polro, Mechaniker für One Concern, der vor 2 Monaten verstarb und seine Tochter ohne Obhut zurückließ. Nun, das ist deine Hintergrundgeschichte ganz am Rande. Zeit, einen Job zu bekommen, richtig? Gerüchte zirkulieren durch die Ströme der Luft. Sie deuten darauf hin, dass die Tochter des Mechanikers den Schraubenschlüssel an sich nehmen wird. Nun, falls sie auch Mechanikerin werden möchte, könnte ich mir das gut vorstellen. Könnte es wahr sein, diese schrecklichsten Anschuldigungen? Oh. Hm. Lügnerin! Wir haben Dinge gehört. Au, mein Kopf. Ja? Okay, Weiß ist sehr impulsiv, scheint's. Naja, wie auch immer. Berichte über Polros Tod besagen, dass er durch irgendwelche unglücklichen Verwicklungen von Drähten getötet wurde. Ja, ersticken. Stromschlag. Fällt mir ein bisschen dazu ein. Über Verwicklungen von Drähten. Nun, ein Posten kann ersetzt werden. Die Frage ist, welche Dinge könnte er an seinen kleinen Flachskopf weitergegeben haben? Was wird sie mit ihnen anstellen? Ich weiß es nicht. Er hat mir nichts gegeben, glaube ich. Ich finde hier zumindest nichts. Vielleicht bist du herumgerannt, hast die mechanischen Probleme der netten Menschen im Dorf gelöst, wie eine kleine Heldin der Handarbeiten. Und was ist daran so schlimm? Es gibt bereits eine Menge an Buße in diesem Dorf. Würdest du auch nicht sagen, dass du ein Teil der Ursache bist? Ich kann heute nicht lesen. Lügnerin! Ich sag doch nix! Ich kenne solche wie dich. Egal, Schwarzarbeiten sind eine Sünde. Und eine illegale Mechanikerin ist am schlimmsten. Sünder müssen bestraft werden. Es ist doch ganz schlimm, wenn ich Leuten helfe. Falls ich das überhaupt mache, meinte ich. Er, der Allmächtige, mag keine Geheimnisse und Elfenbeinkraftstoff sollte nicht von Unbefugten berührt werden. Ein Mechaniker würde Elfenbein berühren. Okay, das scheint der Kraftstoff zu sein hier, Elfenbein. Aha, gibt wohl keine Elefanten mehr hier, oder? Wenn wir alle unseren Beruf auswählen würden, würde nichts auf dieser Welt jemals fertig werden. Er verlangt nach Gleichgewicht, Robin. Ach, jeder bekommt also seinen Job zugewiesen, oder wie? Aber wir haben keine Werkzeuge in diesem Haus gefunden. Und scheinst du diesen kleinen Pseudo-Elektroschocker bei dir zu tragen. Ja, dieser kleine Elektroschocker hat gerade eine mechanische Kettensäge oder Kreissäge, die aus dem Boden kam, fertig gemacht. Nur zu eurer Information. Ich war nicht in Stimmung für eine Schatzsuche, aber Siedlung 17 hatte in letzter Zeit viel weniger Reparaturen nötig. Sehr schlimm, die Leute halten ihre Sachen intakt. Jemand geht mir ziemlich auf die Nerven und ich glaube, das ist Weiß. Hurra, wow! Weiß, sei still. Danke, und bitte etwas netter? Hm? Etwas Größeres ist dazwischen gekommen. Er wurde entdeckt. Wer? Euer Gott? Nein. Gehen wir, Weiß. Wir müssen unsere kleine Robin für den Moment ihren eigenen Geräten überlassen. Hahaha. Hoffen wir, dass sie hier geduldig warten wird. Sie hat immer noch ein Date mit dem Schicksal. Danke. Ich habe irgendwie gedacht, dass er das macht. Tja, hätten wir mal gedacht, den Boden abzustampfen. Hihi. Und da haben wir ihn. Den Schraubenschlüssel des Schicksals. Excalibur. Er ist so halb so groß wie ich eigentlich. Und Teil meiner Hand. Und ich kann das hier machen. Er ist episch. Ja. Hoffen wir mal, dass sie nicht mehr draußen sind. Haha!
Entschuldigung, bei solchen Spielen habe ich immer das Bedürfnis, gleich, bei einem zu speichern. Ha! Oh. Ja, genau. Hui! Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr flüssiges Gameplay. Noch mehr improvisieren. Und damit haben wir, glaube ich, unser ganzes Arsenal fertig. Was ist denn das? Während Inspektionen können die Straßen gesperrt sein. Zu keiner Zeit sollte ein Bürger versuchen, die Straßen mithilfe von illegalen Werkzeugen zu öffnen. Illegale Werkzeuge? Was meint ihr denn damit? Was meint ihr denn damit? Ich weiß nicht von illegalen Werkzeugen. Ein Schraubenschlüssel ist sehr legal, würde ich meinen. Und wir können auch eine Stampfattacke ausführen, habe ich vergessen zu erwähnen. Ha. Ja, die hier kann ich nicht zulassen können. Oh. Yeah. Was ich auch so schön finde, wie die Gegner sich dehnen. Ja, einfach weil ich auf sie drauf dreht. Das ist ziemlich heftig, wie auch immer ich das hinkrieg. Das. Ach ja, genau. Wenn Gegner auf mich zurasen, oder wie der andere Gegner vorher diese grünen Zeichen hatte, bedeutet das, wenn ich ihn hau oder wirbel, kann ich ihn abwehren. Und dann dreht er sich auch um. Auch sehr schön. Ich repariere das. Bam. Oder so. Oh Gott. Ja. Entschuldigung. Ein Spiegel sieht einfach wunderschön aus. Die hat diesen schönen, so einen schönen sauberen Stil, finde ich. Aber das Gute ist auch, wenn das, die Wand zum Beispiel nicht zu sehen ist, wird der Knopf. Oder ist es ein Knopf? Wie sollte man das nennen? Der Schraubschlüssel-Anhaltepunkt rot. Dann weiß man, ah, ich habe es komplett geöffnet. Da ist ein Schloss, da können wir nicht hoch. Wir können hier nicht hoch. Ja, da brauchen wir noch was extra. Genau, hier unten. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Aha, so kommen wir da hin. Ein wild gewordener Elch greift uns an. Kann ich auch normal laufen? Nee, ich kann nicht langsam laufen. Okay, ich muss hier die Mauer hochmachen, dass ich da oben hinkomme. Wie komme ich da wohl am besten hin? Ich würde einfach mal meinen gleich mal rechts einfach. Und oh, tatsächlich. Ach, und das war schon die Wand, okay. Da ist wieder ein lila Hirsch. Ah. Auch schön, die Gegner einfach so fertig zu machen. Oh Gott, oh Gott, Hilfe. Entschuldigung. Man schleimt keine Dame an. Heißt das so? Ich weiß es nicht. So. Was haben wir hier? Wir können auch einen, was ich noch vergessen habe zu zeigen, wir können teilweise einen Wandsprung machen, aber nur wenn wir an Kante hängen. Können wir einen Wandsprung machen, sonst gar nicht. Was auch irgendwie Sinn ergibt. Ach ja, jetzt mit, So. Und habt ihr auch gesehen? Ich kann. Es zielt von alleine auf den Gegner drauf, wenn ich auch die Stampfattacke mache. So. Und da haben wir eine Truhe und da unten haben wir einen Schlüssel. Müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Ja, wir müssen den ganzen Weg nochmal gehen, aber wir müssen den Schlüssel nicht dabei tragen. So. Holen wir uns noch schnell die Truhe. Also diese Welt ist anscheinend etwas anders als unsere. Die Arbeit wird vergeben. Gut, bei manchen Sachen wird heutzutage wird sowas auch gemacht. Aber die Arbeit wird vergeben und man
Buße, man sündigt. Also, oh, Technium. Und die ganze Welt ist anscheinend ziemlich religiös behaftet. Oder wie? Zumindest gibt es einen Gott der Arbeit. Oder der Technik. Was haben wir hier? Siedlung 17. Ah, genau. Da, glaube ich, müssen wir hin. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder diese Wand da wegkriegen. Na gut, da komme ich nicht hin. Keine Grillen zu sein, ist schwer, oder? Okay. Und was hat das jetzt gebracht? Nicht viel, aber vielleicht noch was. Ich habe hier gerade nur ausprobiert. Was kann ich da mit hoch? Ah! Sehr schöne Lösung zu dem Puzzle. Entschuldigt, dass ich so tue, als hätte ich es noch nie gespielt. Ich habe es natürlich schon gespielt, aber ich finde es immer noch nett. Diese Gegner hier können wir aber... Gegen die können wir gar nichts machen. Könnt sie nur zurückschleudern. Und was ich auch so schön finde, ist, das Spiel sieht so, so nett und süß. Mechanikerin rettet die Welt, will die Welt reparieren. Schafft sie es denn? Ich denke schon. Dann haben wir Agent Weiss hier, der uns das H-Wort genannt hat. Und Agentin Schwarz, die auch etwas genervt aussieht. Da ist die Welt anscheinend doch nicht so Honigfreude, Honigkuchen und Freude überall, hä? Ich hab den Spruch vergessen gerade. Gottes Willen. So. Siedlung 17. Nicht viel los hier. Aber ein sehr schönes, großes Gebäude haben wir auch. Kiste. Was haben wir denn hier? Hallo. Erinnere dich immer daran, was wichtig im Leben oder im Glauben ist. Möchtest du etwas wissen? Ja. Ich kann euch jetzt ungefähr sagen, was ich noch weiß. One Concern ist die Firma, die alles kontrolliert. Böse. Mutter und Stadt 1. Da ist alles gut. Mutter ist die Chefin von allen. Progenaria weiß ich gerade nichts. Elfenbein ist der Kraftstoff. Was ist nochmal Progenaria? Die Hüter unserer Kirchen und unserer örtlichen Verbindungen zu Mutter. Sie sprechen nicht außerhalb der Predigten, sie hören sich nur unsere Not an. Genau. Und da haben wir einen. Was würdest du was sagen? Nein. Also diese Welt ist religiös-arbeitlich eingeteilt sozusagen. Oh. Der hier sieht auch cool aus. Was hast du zu sagen? Letizia. Oh, Entschuldigung. Sie sieht cool aus. Ich habe von dir gehört. Vielleicht hast du von mir gehört. Aber das spielt keine Rolle mehr. Du bist neugierig und nützlich. Wenn du wirklich fähig bist, können wir uns vielleicht erneut treffen. Ich glaube an dich. Danke sehr, Letizia. Ich glaube auch an dich. Es wurden viele nette Leute hier. Gut, die ersten Leute, die wir getroffen haben, waren nicht besonders nett, aber sie war nett. Hey Robin, du siehst gut aus. Das beruhigt mich. Hat dein Bruder dich wieder mit eingespannt? Bitte? Oh, Schreibfehler. Nun, Elro ist noch nicht zurück, aber er könnte jederzeit kommen. Er sollte schon vor 3 Tagen von der Arbeit zurück sein. Also, hast du von Haus 8 und den Agenten, die herumlaufen, gehört? Ja, ich hab Besuch bekommen. Ich schätze ernsthaft, was du tust. Aber du musst wirklich anfangen, vorsichtig zu sein und an die damit verbundenen Gefahren denken. Wenn du dennoch Elro sehen willst, solltest du auch einige deiner Freunde besuchen, im Fall, dass er nicht auftaucht. Im Sinne von, guck dir die Häuser an, lern die Personen kennen. Sehr schön. Hi! Ella. Hi, Robin. Papa ist noch nicht zurück. Vielleicht lässt ihn der Chef wieder länger bleiben. Ja, diese Chefs. Nettes Schwert übrigens. Und schaut mal, diese ganzen Details, was kann ich hier machen? Ach, ich kann mich heilen. Witzig, wusste ich gar nicht. Hi! Komm schon, Robin. Ich habe gerade mein Bett gemacht. Oh, Entschuldigung. Okay, das habe ich beim ersten Mal auch noch nicht mitbekommen. Hi, wer bist du denn? Chemico Contra. Für das One Concern Chemico in Unternehmen zu arbeiten, kann ziemlich widersprüchlich sein. Ich und meine sympathisierenden Chemiefreunde haben die Chemico Contra ins Leben gerufen. Wir arbeiten gerade an einem Weg, um Dinge mit Energie zu versorgen, ohne dabei seltenen und teuren Elfenbeinkraftstoff zu verwenden, um Menschen damit zu helfen.
Die Ökos. Wenn wir uns jemals in der Öffentlichkeit treffen, erkennen wir uns gegenseitig nicht an für die Sicherheit unserer Sache. Im Moment kann ich jedoch nur helfen, indem ich dir meine Optimierungswerkbank ausleihe. Eine fehlende Fähigkeit, Optimierungen zu tragen, ist ein deprimierender Anblick. Ich helfe bei solchen Tragödien aus, meine schmierige Affenfreundin. Moment, was? Was ist das denn für ein Kompliment? Optimierungsstapelplätze hinzugefügt. Bauoptimierungen in den Werkbänken benutzt. Uhu. Das sind jetzt die drei schönen Punkte da oben unter meiner Lebensleiste. Und wenn ich das hier mache, bewegt sich mein Schuss. Also passiert zwar nichts, aber man kann das machen. Optimierungen sind kleine hilfreiche Funktionsboni. Du kannst sie an diesen Werkbänken herstellen, vorausgesetzt du hast die Materialien. Die benötigten Materialien werden hauptsächlich in Schatztruhen auf der ganzen Welt gefunden. Warum auch immer. Jede Optimierung wird die Anzahl der benötigten Materialien auflisten. Größte Optimierungen an Speicherstatuen aus, solange du ein oder mehr Steckplätze verfügbar hast. Erinnert mich ein bisschen an Hollow Knight. Ein Steckplatz ist unbrauchbar, wenn er kaputt ist. Wird Robin verletzt, geht der rechte aktive Steckplatz kaputt. Du wirst Elfenbeinquadrate brauchen, die von Feinden oder von zerstörten Objekten fallen gelassen werden. Oder die du durch das Freischalten von Pfaden erhältst, um einen kaputten Steckplatz zu reparieren. Interessant. Eisenherz. Werkzeughelfer. Aha. Eisenherz. Hallo? Materialien austauschen. Und Werkzeughelfer. Okay. Gut. Haben wir jetzt alles benutzt. Finde ich schön, dass man gleich ein paar hat. Dann gehe ich doch gleich mal in die Speicherstatue und rüste sie aus. Genau. Ja, also ganz rechts wird kaputt, also mache ich lieber ganz links. Eisenherz, genau. Und Werkzeughelfer. Die Schraubenschlüssel-Schwingattacke. Versucht das mal fünfmal schnell hintereinander herzusagen. Gemeindezentrum. Schön. Nichts los hier. Oh, doch, einiges. Hi. Turkosa. Elfenbeinkraftstoff wird absurd teuer. So erfriere ich ihn noch zu Tode, sobald der Winter hereinbricht. Schätzchen, ich mach dir ein Feuer an. Danke, Benley. Komm einfach runter, Benley. Heb dich nicht von deinem Platz ab. Ja, schlecht, wenn die einzige Frau da ist, hä? Dieser Mond zerfällt jetzt seit Jahrzehnten. Umso mehr er zerbröckelt, desto mehr Buße scheinen zu geschehen. Es wegen der Sünde, nicht wahr? Denkst du, Teile des Mondes könnten auf uns herabfallen? Bentley würde es nicht erlauben. Ich würde ihn mit meinen Fäusten zurück in den Orbit schlagen, Schätzchen. Bentley, du hast wahrscheinlich ein bisschen viel von den Erfrischungen da oben gehabt, oder? Oh ja, schaut mal. Er hat vier Gläser neben sich. Der hat schon einiges intus. Guck mal, wie sein Kopf sich bewegt. Er kann sich kaum gerade halten. Wer braucht Elfenbeinkraftstoff, wenn du unter den Sternen schlafen kannst? Wo wir gerade dabei sind, hör auf, dich nachts in mein Haus zu schleichen. Meine Couch ist schmutzig. Ja, ich muss immer noch deswegen lachen. Anscheinend haben die alle zu Hause, hä? Huh? Hi. Pontus. Haus 8 wurde gestern zerstört. Herr Andres bleibt nur bei uns. Aber Frau Andres wurde zerquetscht oder so. Ja. So habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal gehört habe. Sie wurde zerquetscht? Meine Damen und Herren, willkommen zu einem sehr freundlichen Spiel. Hi. Tor. Ah, Robin. Das ist, was die Buße denen antut, die Sünden begehen. Die Buße hat mehr Urteile gesprochen als sonst und sie wird mich holen. Ich werde ein wenig paranoid. Ich bin so gläubig, wie ich sein kann. Aber ich fühle, dass ich und meine Tochter ihn irgendwie verletzen könnten und bestraft werden. Ihn. Ich wünsche, ich hätte einen Ort für mich und sie in Stadt 1. Wir könnten endlich entspannen. Dort gibt es keine Buße. Du bist sicher. Ich helfe dabei, hier aufzuräumen. Nehme meine Arbeit. Um hoffentlich die Gunst für mich und meine Tochter zu erhalten. Was haben die denn angestellt? Gottes Willen, dass das ganze Haus platt gemacht wurde. Oh, hi. Hallo, Robin. Bist du hier, um wieder jemandem zu helfen? Ich weiß jetzt nicht. Herr Andres ist oben und betet zur Mutter, damit sie die Sünden seiner Frau vergibt. Sie starb durch die rechtmäßige Buße, die auf ihrem Haus lag. Denkst du nicht, dass es an der Zeit ist, dass du deine Herangehensweise änderst? Ich weiß, was du tust, und du kannst nicht ewig so weitermachen. Gehe zu Herrn Andres. Ich kann deine Seele nicht für dich retten. Oh. Okay, Mutter ist jetzt nicht nur die Chefin, sie ist die der Obermotz von allem. Anscheinend auch von der Welt. Oh. Herr Andres? Alles klar? Robin, meine Frau. Alles, was sie getan hat, war, nach besseren Stellen zu suchen und einfach nur
Pilze zu sammeln. Irgendwie verärgert es ihn, was sie getan hat. Seitdem werden wir von der Booster heimgesucht. Sie zeichnet ein paar Karten von Höhlen. Ein paar davon hat sie weitergegeben. Davon steht nichts in seiner Schrift. Ich werde für die Seele meiner Frau beten und auch für meine eigene. Ich werde versuchen, es zu verstehen. Ihr Haus wurde platt gemacht, weil sie nach besseren Stellen für Pilze gesucht hat und es auf Karten verzeichnet hat. Das war die Sünde. Darüber muss ich schlafen. Das geht nicht. Oh, das ist ja Pontos. Hi. Hey, ich werde dir etwas so Geniales zeigen. Sieh dir das an! Oh, da hat auch einen Schraubenschlüssel. Ich meine, dieser Schraubenschlüssel ist nicht so genial wie deiner, aber ich wette, dass nicht einmal du den gemacht hast. Pontus, deine Mutter sieht nicht sehr glücklich drüber aus. Pontus! Was denkst du, was du da tust? Keine Ahnung. Herr Andres ist hier in unserem Haus. Hast du vergessen, warum er überhaupt hier ist? Ganz alleine. Nun, Robin, geht es gut? Ich möchte niemals, dass du so einem nutzlosen Untergang erliegst. Okay, in Ordnung. Robin, bitte geh. Du bist ein schlechter Einfluss. Okay. Ja. Hast du noch was zu sagen, Thor? Nein. Ich gehe. Oh, wer bist du denn? Elro, hi. Hallo Sonnenblume. Wie geht es der Heldin von Haus 4 heute? Ach, das ist mein Bruder, glaube ich. Tut mir leid, aber ich werde wieder gehen müssen. Ich möchte nur sicher gehen, dass meine Familie ein funktionierendes Zuhause hat, weißt du? Ich würde gerne etwas Zeit mit verbringen, aber du weißt ja, wie One Concern ist, nicht? Lass uns aber nicht darüber reden. Wärst du nett und bringst diesen Elfenbeinsplitter zum Progenarior in die Kirche? Auch wenn wir das Problem innen reparieren, die verdammte Klapperkiste braucht doch den Treibstoff, um zu laufen. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr Zeit mit dir verbringen kann, Robin. Ja, Arbeit. Ich weiß, wie das ist. Alle wollen, dass du arbeitest, aber lass dir nicht mal Zeit. Für ein bisschen Zeit mit deiner Familie. Hi. Willst du immer noch nichts sagen, hä? Elfenbeinbatterie. Ein neuer wichtiger Gegenstand. Sehr wichtig. Jetzt kommt eine Szene, die mir nicht gefällt. Ich speichere lieber. Lass mich dich ansehen, meine kleine Schönheit. Also, geht es dir gut? Ja, Papa. Ah, Robin. Schnell wieder Blitz. Komm hierher bei der Luke. Ah, da ist auch so ein Knopf. Nun, das ist dein Ding. Ich bin wie immer nicht zu gebrauchen. Du verrichtest deine Magie und ich helfe dir, wenn du mich brauchst. Der Mond sieht heute ziemlich hässlich aus, nicht? Elro? Was ist? Du hast gesagt, dass du sofort wieder gehen musst. Warum? Was denkst du? Der One Concern Job zwingt mich, wie immer. Ist deine Arbeit wirklich so wichtig für One Concern? Sollte das eine Beleidigung sein? Nein. Oh. Warum ist Robin noch einmal hier? Das Haus ist kaputt. Sie repariert es. Willst du in einem kaputten Haus leben? Hast du Haus 8 gesehen, als du zurückgekommen bist? Robin in der Nähe zu haben, ist nicht mehr sicher für unsere Tochter. Das habe ich gehört. Warum bist du gerade zu Robin so gemein? Ich bin nicht gemein zu Robin. Ich fürchte um unser Leben. Wir können uns nicht vor der Buße verstecken. So wie uns die Buße die anderen Male geschnappt hat, als Robin uns geholfen hatte, meinst du? Wir können staatliche Dienstleistungen dank der Knappheit an Elfenbeinkraftstoff sowieso nicht bezahlen. Oh. Kannst du nicht um einen anderen Job bitten? Was soll ich? Ich bin bereits verdammt nutzlos, wenn man sich nach deiner Einstellung richten würde. Die Tochter ist jetzt auch... will jetzt auch nichts mehr hören. Das hat schon öfters passiert. Und es funktioniert sowieso nicht. Du kannst nicht einfach den Beruf wechseln. Wie geht es dir, Robin? Ich bin etwas langsamer geworden. Ich kümmere mich nur um meine Familie. Und ich etwa nicht? Oh. Oh nein! Hedonismus.
Robin, du kleiner Schlingel, du machst diese Sache. Und du, Elro. Der Elro sieht einfach so aus. Nicht schon wieder, verdammt. Verdammt. Solch Ungehorsam. Weh uns, dass wir an einer solchen Verderbtheit teilnehmen und so weiter. Wie auch immer, er wünscht respektvoll, dass du Buße in deinem Haus leidest. Also widersetze dich nicht und du wirst zurück in deinem Bett sein, bevor du es merkst. Schließe einfach deine Augen und denke an Papi. Gott, wie sie die Hände hochhält. Diese kleinen Details. Ich nehme an, dass Sünde in deinem Blut fließt. Sie sickert in deine Gemeinde ein, infiziert den gesunden Menschenverstand. Ah, ich muss gehen. Ausgänge sind verschlossen, bereit, Mann. Wie auch immer, wo ist Royal? Er ist zu Chromes Lager vorausgegangen, denke ich. Oh, gut. Wir sollten ihm also sein zukünftiges Herrschaftsgebiet nicht mehr zeigen? Ich meine, ich hasse den Jungen genauso wie ihr. Aber wollt ihr dafür wirklich Mutters Wünsche ignorieren? Ach, verdammt, es war schwarz. Ich meine, ich hasse den Jungen genauso wie ihr. Aber wollt ihr dafür wirklich Mutters Wünsche ignorieren? Ich weiß nicht, zu wem ich Nein sagen darf, Ma'am. Bitte tut mir nicht weh! Aha, auch die eigenen Leute sind nicht sicher. Posten können ersetzt werden. Nein, mein Posten! Dieser kleine Royal Freak ist besessen von sich selbst, schlecht erzogen. Egoismus! Weiß, ich glaube, Schwarz hat entweder zu viel getrunken oder sie hat zu viel Stress. Auf jeden Fall solltest du die Klappe halten. Sie kriegt Kopfschmerzen. Lass uns Robin einfach zum Siedlungsgefängnis bringen und Elro ihm überlassen. Sie wird die Nacht mit diesem lärmenden Freibeuter verbringen. Oh Gott, der schleift mich ja her. Oh. Ach, jetzt kommt die Buße, hä? Elro ist bereit. Oh! Habt ihr das gesehen? Erst ist gerade unser Bruder umgebracht worden von so einem Kreissägeding. Und die war unter einem zerstörten Haus. Ich sollte wirklich diese blöden Türen nach so vielen Malen umprogrammieren können. Samba sagte, der gelbe Draht ist der Schlüssel. Aber ich sehe nur einen aureolischen Draht. Zur Hölle damit, ich setze einen Samen hinein. Ein Samen? Oh, oh Gott. Dann wusste ich wieder, dass das passieren würde. Was, noch einer? Sind Wärter auch Gefangene? Welche Wärter? Ich habe keine Samen mehr. Ich hatte Glück, dass die Tür sich nicht einfach in einen genauso sperrigen Baum verwandelt hat. Wer kann sich in einen Baum verwandeln, wenn du die in eine elektronische Tür reinsteckst? Was zählst du mit diesem Ding? Na, Schraubschlüssel halt. Schrauben. Hey, du bist eine Mechanikerin, stimmt's? Wie schön. Denkst du, dass du die Tür da öffnen kannst, sodass wir hier raus können? Stimmt etwas nicht? Nun, ich denke, du bist im Gefängnis. Keine Sorge, ich könnte dich vielleicht an einen sicheren Ort bringen, nachdem wir hier rauskommen. Ich bin nicht guter Laune gerade. Zumindest Robin nicht. Sieh mal, ich kenne dich nicht und hier zu bleiben würde ich ihn umbringen. Lass uns hier ausbrechen und diesen Idioten zeigen, dass wir uns nicht einfach festhalten können. Ich heiße Mina, von den Piraten, wie ihr uns gerne nennt. Und jetzt komm, ist es nicht romantischer, unter den Sternen zu weinen? Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Wenigstens bemerkt sie es. Vielleicht widere ich dich einfach an. Samba sagt immer, ich müsste etwas gegen meinen Geruch unternehmen. Guckt sie auch noch nach. Ich würde weinen, wenn ich ein Bett mit mir teilen müsste. Machst du das nicht jeden Abend? Aber kein Grund für körperliche Anstrengungen. Wenn du nichts hast, um es zu zeigen, sage ich immer. Ja, so, aber sie duscht nicht, weil sie damit zeigen will, schaut mal, wie toll ich bin. Danke. Oh, schön. Du möchtest wahrscheinlich diesen riesigen Schraubschlüssel da drüben. Lass dir einfach den Schraubschlüssel hier liegen lassen. Und wisst ihr, was noch das Beste ist? Die haben einen Elektroschocker mir hier da gelassen. Der lag nicht mal hier irgendwo. Mensch, bei dir sieht das viel zu einfach aus. Du hast dein Zeug, aber irgendein Arsch muss meinen Dolch mitgenommen haben. Entschuldigung, da habe ich nicht schnell genug aufgepasst. Die scheint geladen zu sein. Ist ein unausgewogener Satz, aber ich nenne es Reparation. Ich habe noch nie von einem schleichenden Dieb in einer Schrotflinte gehört, aber lass uns versuchen auszuschleichen. Ich auch nicht. Was haben wir hier? Ach, können wir auch nehmen. Ach, genau. Wir haben eine Gruppe. Cool. Ich frage mich, ob wir irgendwann Spezialfähigkeiten von unseren Gruppenmitgliedern bekommen.
entschuldigt, ich versuche immer mich zu ducken, um sie aufzunehmen, aber ich muss nach oben drücken. So. Okay. Im Raum nebenan scheinen viele Leute zu sein. Wenn wir durch den Kriechgang nach vorne wollen, sollten wir besser leise sein, damit sie uns nicht hören. Versuche dich nur zu bewegen, während sie viel Lärm machen. Okay. Ach, wir sind im Gemeindezentrum. Habt ihr das wasserstoffblonde Mädchen in Siedlung 16 gesehen? Ja, ich würde gern von ihren Tribünen jubeln, wenn ihr wisst, was ich meine. Hey, da sind noch ein paar süße Mädchen. Habt ihr die gesehen? Ich würde sie den Tee von meinem Teebeutel versüßen, als wenn ihr versteht. Oh Gott. Schwarz hat keinen Bock. Diese Weiber haben nichts im Vergleich zu den Mädchen in Siedlung 8. Es gibt nichts, was ich in dieser Nacht niedergelassen hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe einmal den gewebten Teppich dieses Mädchen mitgenommen, den ich wollte. Oh Gott. Oh, ihr müsst versuchen, die selber zu lesen. Und gerade von 7.8 sprechen. Ich bin der besten gefundenen Bauchmuskel, die ich je gesehen habe. Hey. Alles ist schön. Du schlägst dich super. Sieht so aus, als wären hier überall Wachen. Sie sollten ihnen aus dem Weg gehen. Alistair. Nierenkrebs? Oh Gott. Seltsam. Aha. Deine Hypochondrie nervt mich. Gestern hattest du Diabetes, weil dein Fuß eingeschlafen war. Ich habe immerhin im Minuwett gelesen, dass Diabetes immer mehr zunimmt. Lass es einfach, Mann. Finde ich schön. Jetzt haben die beiden so viel mehr Charakter bekommen. Der eine ist Hypochondrie und der andere ist von ihm ist genervt deswegen, weil die immer ständig zusammenarbeiten und der von ihm ständig genervt wird. Kann ich irgendwas damit machen? Das kaputt machen. Gut, ich kann wenigstens speichern. Okay. Dann gucken wir noch, was in dieser Richtung liegt und dann denke ich, ist es eine gute erste Episode. Und dann gucken wir doch gleich mal weiter. Oh. Also ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich weiß es wirklich nicht, aber dieser Mond sieht wirklich kaputt aus. Lass mich durch diesen Moment nutzen, um zu sagen, dass ich denke, dass wir sicher sind. Hi. Hey! Frisst das hier aus, Brecher! Ah! Also, bleibt Werbe nicht unter Kontrolle, was er ist. Ah! Oh Gott. Ah! Er schießt mit Feuerwehr auf uns. Ah! Reparieren zu Tode! Hüpft doch ganz nett. Komm. Ich habe noch nie etwas kaputt repariert. Deshalb habe ich es immer geschafft, dass es klappt. Oh. Ah, die schießt. Ja, genau, habe ich ganz vergessen. Die schießt ja auch mit ihrer Schrotflinte. Ja, und. Yes! Hat er da einen Schwachpunkt, ja? Ah! Ach, verdammt, ist. Durch die. Oh Gott. Genau. Wir müssen uns hier ducken. Aber er hat jetzt wenigstens einen Schwachpunkt. Und pass bitte auf, der Megablast stößt dich zurück. Ja, oh Gott. Oh Gott. Versuch etwas Stärkeres. Ich kann mir gerade eben noch Bock werfen. Haha! Oh yeah! Wow, das war super! Wir sollten öfters mal abhängen! Gerne, Mina. Dieser Soldat mit dem Glasgesicht dachte, er könnte uns etwas anhaben, aber er kriegte uns nicht. Aber hoffen wir, dass das das Schlimmste war, was einer von uns passieren kann. Jetzt lass uns los, ich habe einen Roller da vorne. Cool, Roller. Typisch. Er läuft hier weg. Wie kann er sonst weggelaufen sein? Er ist geschwommen bestimmt. Ah, sie ist noch da. Mein schöner und verlässlicher Wasserroller. Nun, hoffen wir, dass wir darauf zu zweit sitzen können. Okay, wir sind nur halb unter dem Wasser. Oh. Da ist er. Ich bin noch da. Los, Wimmertor! Alle sind so unhöflich. Und er war tatsächlich noch da.
Ich habe heute mein Bestes gegeben. Wenn wir hier... Sind das die Piraten? Menschen. Vielleicht sie zum Kapitän bringen. Oh, was ist das? Habe sie im Wasser gefunden. Unglückliche Seelen treiben leblos in der Nacht. Welche schreckliche Ereignisse haben sich gegen euer Schicksal gebürstet? Solch junge Gesichter, möglicherweise schiffbrüchig und im Schlund des Mikrokosmos überlassen. Die Gedanken ihrer Quests unerfüllt, unerträglich. Na gut, wirf sie zurück ins Wasser. Was? Moment, ihr macht es doch nicht. Ehrlich, oh. Okay, ich dachte, der wär, am Anfang dachte ich, er wäre freundlicher, aber nein. Wuhu. Eine Frau, die an den Schrank gespült wird, wie in einem Klischee-Roman. Tja, du wirst deine Kokosnüsse hier nicht finden. Welche Kokosnüsse? Aha, sie kommt endlich wieder zum Bewusstsein. Nun, ich nehme an, dass du Glück hast, was auch immer mit dir passiert ist. Das Scherbenödland ist ja noch ein rauer Ort, also pass auf, dass du keinen Sonnenbrand bekommst. Außerdem sind dir überall Concern-Soldaten. Etwas sagt mir, dass du dich nicht mit ihnen verbinden willst. Sie sind hier, um Piratenzellen zu finden, glaube ich. Lass sie nicht glauben, du wärst mit einer unterwegs. Ich nehme einfach an, dass du uns, die Chemico Contra, kennst. Und ich sehe nämlich danach, all deine Optimierungsbaubedürfnisse zu befriedigen. Ich liebe es zu helfen. Außer, dass ich dir nicht aus dieser Wüste helfen kann. Sieh dich vielleicht ein wenig um, aber sei vorsichtig. Also, ich bin in der Höhle ganz rechts von hier. Tschüss. Okay. Im Scherbenödland. Was haben wir hier? Optimierungsschraube Sand. Sehr schön. Wunderbar. Und hier ist auch schon der Speicherpunkt. Und mit einem... Und mit diesen Worten... Oder diesem Bild mit der grellen Sonne... Also einer der grellsten Sonnen, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Der Hintergrund sieht auch sehr schön aus. Möchte ich mich nun von der ersten Folge Iconoclasts verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.